Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, täglich atmen wir rund 10.000 Liter Luft ein mit einem Gewicht von rund 13 Kilo. Wir sehen nicht, was wir atmen, aber wir atmen alles ein, was da gerade da ist. Und das Thema Luft und Luftreinigung wird ja jetzt gerade auch politisch sehr diskutiert, kontrovers diskutiert. Man sucht Lösungssysteme, wie man Kinder in Schulen schützen kann von bakteriellen oder Virenbelastungen und. Aber dass es schon längst ein System gibt, das bei der ISS in der Raumstation schon längst im Einsatz ist und durch die NASA mitentwickelt wurde, das ist das Thema der heutigen Sendung. Und ich freue mich auf dieses Gespräch mit meinem Gast, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Ja, und da ist mein Gast, der Franz Kalivoda. Ganz herzlich willkommen, lieber Franz. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke für diese Ehre, danke für die Freude, ein ganz wichtiges Thema heute zu diskutieren. Und zwar reden wir, ich habe es hier extra noch eingeblendet, Luftqualität auf der ISS, dieses NASA-Weltraumprojekt zur sauberen Luft in Innenräumen. Also, die haben eine Lösung, aber nicht nur die, das ist ja schon 12 Jahre her, sondern es wird schon längst in Amerika und auch in Spanien verbreitet verkauft. Letztes Jahr 500.000 Geräte, allein in Amerika hast du mir erzählt. Jetzt erzähl mir nochmal, was war das Problem der NASA und warum und wie wurde dann diese Technologie entwickelt, die es heute schon gibt? Ja, also das Ganze geht ja eigentlich erstmal darum, dass wir Menschen gar nicht, also die Menschen sind gar nicht bewusst, wie schadstoffbelastete Innenräume sind. Weil wir immer denken, ja, also die Kontamination ist ja draußen. Aber Tatsache ist ja, dass unsere Innenräume oft bis zu 200 Mal höher schadstoffbelastet sind als die Außenbereiche. Mhm. Und das kommt daher, weil die Schadstoffe, die von draußen eindringen, kumulativ sind. Das heißt, unsere Erdatmosphäre reinigt sich von selbst durch Wind, Sonne, Regen. Und das Ganze findet ja in unseren Innenräumen nicht statt. Und dadurch, dass unsere Innenräume immer hermetischer geworden sind, weil wir uns vor Kälte, vor Hitze und vor Lärm schützen wollen, ist alles, was irgendwann drin ist, sehr schwer wieder nach außen zu kriegen. Und deswegen sind die Schadstoffbelastungen in den Innenräumen so hoch. Mhm. Also tatsächlich, laut Statistiken, sterben mehr Menschen aufgrund von Krankheiten, die durch die schlechte Luft, die wir einatmen, entstehen, als durch Verkehrsunfälle. Ja. Und bei Feinstaubbelastungen habe ich kürzlich auch eine Tabelle gesehen. Beim Bremsabrieb von Autos gibt es ja Feinstäube und das wird ja ganz groß und diskutiert, dass dieser Grenzwert sinken muss und nicht so hoch sein muss. Und dann wurde dieser Grenzwert aber verglichen mit dem Anzünden einer Kerze in Innenräumen. Und dieser Wert ist ja wirklich ein Vielfaches höher. Oder auch ein Gasgrill anzustellen in den Innenräumen. Das ist ja dramatisch, was da für Werte da sind, die eben diesen gesundheitlichen Relevanz haben. Also unbestritten, wir haben in Innenräumen das Problem, den Dreck nicht mehr rauszukriegen. Genau, und wir selbst erzeugen ja eine hohe Luftverschmutzung durch den täglichen Gebrauch von hochgefährlichen Chemikalien, die wir für unsere Wohnungsreinigung schon benutzen. Und das ist eine Luftverschmutzung, die atmen wir ein und die ist halt da. Also das sehen wir wieder nicht, oder? Wir haben gar keinen Fokus darauf. Ja, und dieses Bewusstsein, heutzutage fällt es uns einfacher, den Menschen das zu erklären, weil das Bewusstsein ein anderes geworden ist durch die Pandemie, weil ganz klar ist, dass diese Pandemie, die wir jetzt haben, eben sich durch die Luft ausbreitet, mhm. Also durch die Luft und auch über die Oberflächen. Mhm. Also ein Innenraum, in dem sich Menschen befinden, ist der Ort mit dem höchsten Risiko, an dem man sich anstecken kann, mhm. Durch die Luft, aber auch durch die Sachen, die man anfassen kann. Jetzt habe ich gerade was Positives gehört, dass man durch diese ganze Corona-Phase hindurch wenigstens ein höheres Bewusstsein zur Luftqualität entwickelt hat. Auf jeden Fall. Immerhin. Aber lass uns mal schnell in diese ISS, also in diese Problematik reintauchen, die da vor 12 Jahren entstanden sind, wo dann diese Experten eine Lösung gesucht haben. Ja, also
Der Hersteller dieser unserer Geräte, den gibt es ja schon seit 1924. Das ist ein alteingesessenes nordamerikanisches Technologieunternehmen, Airus. Und Airus arbeitet seit Jahrzehnten schon in verschiedenen Forschungsprojekten mit der NASA zusammen. Und im Jahr 2007 hatten die auf der Internationalen Raumstation das Problem, dass die ein Experiment mit einer Kartoffelplantage machen. Und die Kartoffeln erzeugen von Natur aus ein Gas, das Ethylen, das ja zwar nicht giftig ist, aber eventuell narkotisierende Effekte für die Astronauten hat, aber auch das Wachstum der eigentlichen Pflanze beeinträchtigte. Mhm. Und da suchten die nach einer Lösung, um dieses Ethylen von der Raumstation wegzukriegen. Und die wussten damals schon, dass zum Beispiel Ozon auch in der Lage ist, Ethylen zu zersetzen, konnten aber Ozon nicht verwenden, weil es ein zu aggressives Oxidationsmittel ist, was ja bei über 180 Milligramm pro Kubikmeter schon sehr gefährlich und schädigend für die Schleimhäute ist, für die Atemwege und auf keinen Fall in Anwesenheit von Menschen eingesetzt werden sollte. Also konnten sie Ozon nicht benutzen und suchten nach einer Technologie, die für Menschen, Pflanzen unbedenklich war. Und um das zu erreichen, taten sich drei Parteien zusammen, also einmal der Hersteller, dann die Universität von Wisconsin und die NASA-Ingenieure und suchten nach einer Lösung und gingen von einer Technologie aus, die damals die fortgeschrittenste Technologie war, die sie kannten. Und zwar war das die photokatalytische Oxidation. Und bei der photokatalytischen Oxidation geht es darum, dass ein UV-Licht mit einer bestimmten Wellenlänge auf eine Titandioxid-Oberfläche strahlt und alle Mikroorganismen, die sich in diesem Bereich dann aufhalten, die werden automatisch abgetötet. Und es gibt heutzutage immer noch Luftreinigungsgeräte, die mit dieser photokatalytischen Oxidation arbeiten. Es ist aber eine passive Technologie, darüber sprechen wir vielleicht nachher noch. Mhm. Und davon gingen sie aus, erreichten dann aber eine viel interessantere Entwicklung, die Active-Pure-Technologie, was eine aktive Technologie ist, bei der Moleküle freigegeben werden, die auf Distanz vom Gerät in der Lage sind, ihre Wirkung beizubehalten und Viren, Bakterien, Pilze, Schimmelpilze eben zu inaktivieren. Naja, und die stellten fest, dass eben das Ethylen dadurch zersetzt wurde, aber wie gesagt auch andere Mikroorganismen und flüchtige organische Verbindungen, Pilze, Schimmelpilze und dann auch Viren, Bakterien. Und so entstand das Ganze. Und daraufhin hat der Hersteller dann im Jahr 2009 diese Technologie weltweit patentiert und eben in den mobilen Luftreinigungsgeräte eingesetzt. Und seitdem vertreiben wir diese Geräte in ganz Europa. Und im Jahr 2016 erfuhr diese Technologie noch eine besondere Ehrung durch die Weltraumstiftung. Die Weltraumstiftung ist ein Organismus, der von der NASA abhängig ist. Und das Ziel der Weltraumstiftung ist es, den Menschen zu erklären, dass Weltraumforschung nicht nur, dass da nicht nur unnütz Millionen Dollar ausgegeben werden, um vielleicht Marsmenschen zu suchen, sondern dass eben tatsächlich von Firmen Spitzentechnologien entwickelt werden für die Raumfahrt, die aber dann der gesamten Menschheit dienen. Und Active Pure ist die einzige Luftreinigungstechnologie, die im Jahr 2016 von der Weltraumstiftung als offizielle weltraumzertifizierte Technologie aufgenommen worden. Es ist also eine sehr prestigereiche Ehrung, die dort stattgefunden hat. Und und das gibt's jetzt auch schon 5 Jahre und ich habe erst jetzt von dem was gehört. Also jetzt ist 2021, bald 22 und es hat sich nicht so bis zu meinen Ohren verbreitet. Jetzt hast du von aktiv und passiver Schutz gesprochen. Also wenn ich jetzt richtig verstehe, ein passiver Schutz ist ein Luftfilter, der die Luft anzieht und durchs Gerät zieht. Das heißt, alle Keime, egal was da draußen ist, es muss zuerst irgendwann einmal durch mein Gerät durch, damit der Dreck weg ist. Und aktiv heißt, ich fülle den Raum mit einer Substanz, wo jeder Keimling sich sofort mit dieser Substanz sich neutralisiert. Das heißt, der Raum ist voll mit guter, energiegeladener Luft. Kann man sagen, so kann man das ausdrücken, ja. Also das Problem bei den passiven Technologien ist es ja, dass die Viren oder überhaupt die Substanzen, die sie eliminieren wollen, von der Ausatmung
bis zum Gerät gelangen müssen. Und das machen die, indem die durch die Luft transportiert werden. Und dieser Zeitraum von der Ausatmung, bis sie das Gerät erreichen, ist ja eben der gefährliche Zeitraum, wo alle, die dort in dem Augenblick anwesend sind, zu einatmen können und gefährdet sind. Und deshalb spricht man auch von einem Luftdurchsatz. Desto höher der Luftdurchsatz ist, desto geringer ist der Zeitraum von der Ausatmung, bis die Luft von dem Gerät gereinigt wird. Mhm. Aber ein hoher Luftdurchsatz ist zum Beispiel ein sechsfacher Luftdurchsatz. Da werden also sechsmal pro Stunde die Luft von dem Filter sozusagen gereinigt. Ja. Aber klar. Aber sie kann noch 9 Minuten, kann eine belastete Luft verweilen, bis sie durchs Gerät kommt. Genau. Das heißt, hier kann ich sie einatmen. Genau, dieser Zeitraum, also diese 10 Minuten von der Ausatmung bis die Substanz ins Gerät erreichen, ist dieser gefährliche Zeitraum. Und dort ist die Active Pure Technologie eben ein großer Vorteil, weil Viren direkt bei Ausatmung schon inaktiviert werden, ohne dass man warten muss, bis die Substanzen das Gerät erreichen. Und das macht Active Pure nicht nur in der Luft, sondern auch auf den Oberflächen. Wenn jetzt eine kranke Person eine Oberfläche, eine Türklinke, eine Rücklehne vom Sitz, einen Tisch angefasst hat, dann ist diese Oberfläche sofort desinfiziert, bevor der nächste sie anfasst. Und das ist natürlich noch ein zusätzlicher Schutz, den andere Luftreinigungstechnologien eben nicht bieten können. Unfassbar. Hat denn die NASA oder diese Wissenschaftler kein weltweit operierendes Marketing, um diese weltraumzertifizierte Technologie wirklich in die Haushalte zu bringen? Übrigens wäre ja auch eine super gute Pandemieantwort gewesen. Wenn die Leute zu Hause mit solchen Geräten bestückt worden wären, statt den Lockdown, hat ja auch viel Geld gekostet. Also ich meine, da hätte man ja wirklich die Leute geschützt. Ja, weil es ist ja auch so, wenn sie nach draußen gehen und sich mit jemandem treffen oder einkaufen gehen und man hat Pech und man fängt irgendwas ein im Haar, in der Kleidung, in dem Augenblick, in dem man in den Bereich der Active-Biotechnologie zurückkehrt, sobald man die Türschwelle überquert, wird alles, was man mitgebracht hat, sofort inaktiviert. Das ist noch ein zusätzlicher Vorteil. Mhm. Also wenn das auch ein Einkaufszentrum hätte, würden alle Leute, die in dieses Einkaufszentrum kommen, würden eigentlich sofort gewaschen werden, ja, neutralisiert. Ja, genau, wir haben ja nicht nur mobile Luftreinigungsgeräte, sondern wir haben ja auch Vorrichtungen, die in die Luftschächte eingebaut werden können, um große Flächen abzudecken. Mhm. Also wir haben schon, es gibt schon ganze Anti-Covid-Gebäude, die damit funktionieren mit dieser Technologie, mhm. wo in allen Luftschächten diese Active-Pure-Zellen eingebaut worden sind und sozusagen die Luft mit diesen Molekülen bereichert werden. Mhm. Und das Wichtige daran ist ja, dass diese Active-Pure-Moleküle Moleküle sind, die auch auf natürliche Weise in unserer Erdatmosphäre vorhanden sind und unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Das war ja auch damals, als wir es erfunden haben auf der Internationalen Raumstation, die erste Voraussetzung. Es musste also unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen sein. Natürlich, richtig. Da kommt mir gerade auch noch etwas in den Sinn, was ich sehr häufig in den Innenräumen feststelle, sind Gerüche von Haustieren. Sind diese Gerüchspartikel, die sich im Raum ja verbreiten von den Haustieren, auch durch sowas sofort weg? Ja, auf jeden Fall. Und oder wenn ich ein Fondue esse, ein Käsefondue, dann müsste ja eigentlich der Geschmack, der sich ja auch im Raum verbreitet, sofort neutralisiert sein, oder? Ja, deshalb sind unsere Geräte ja auch in der Gastronomie so wichtig. Mhm. Und außerdem verfügen unsere Geräte noch zusätzlich über einen Aktivkohlefilter. Mhm. Aktivkohle war ja sozusagen die erste Luftreinigungstechnologie, die um die Jahrhundertwende entstand, als diejenigen, die damals studierten, feststellten, dass Aktivkohle ein Material ist, was Gase und Gerüche absorbiert und zurückhält. Und dadurch, dass damals so viel Holzkohle in Innenräumen verbrannt wurde, mussten die auch an verschiedenen Stellen nach Lösungen suchen. Und vor dem Ersten Weltkrieg wurden schon die ersten Aktivkohlefilter an bestimmten Orten eingesetzt. Und Aktivkohle wird ja auch in Gasmasken benutzt. Nicht? Also Aktivkohle wird
sogar heute noch benutzt, also obwohl die Technologie schon über 100 Jahre alt ist, aber sie so effizient, dass sie eben heute noch eingesetzt wird. Mhm. Aktivkohle. Mhm. Und ja, ich schaue mal hier noch schneller rein. Ich habe hier ein Video von noch gefunden im Internet und das möchte ich gerne abspielen, um hier den Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine kleine bildliche Eingebung zu machen, über was wir heute überhaupt reden. Haben Sie viel Spaß, es geht gleich los. Das SARS-CoV-2-Virus und andere Krankheitserreger erinnern uns daran, dass Luft von schlechter Qualität tödlich sein kann. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu schützen, aber hier ist die beste, Active Pure. Unsere Active Pure-Technologie wurde in einem NASA-Weltraumprogramm entwickelt. Sie ist die einzige Luft- und Oberflächenreinigungstechnologie, die von der Weltraumstiftung aufgenommen worden ist und das renommierte Weltraumtechnologiesiegel erhalten hat. Active Pure wird täglich in Büros, Krankenhäusern, Schulen, öffentlichen Gebäuden und Wohnungen verwendet. Und wie funktioniert es? Die Active Pure-Technologie verbreitet Moleküle, die Viren, Bakterien und andere Schadstoffe durch natürliche Oxidation neutralisieren und so eine sichere Umgebung in Innenräumen schaffen. In wenigen Minuten inaktiviert es Viren und Bakterien in der Luft und auf Oberflächen in jedem Innenbereich. Von Großraumbüros bis hin zu kleinen Räumlichkeiten. Es ist erschwinglich, einfach zu installieren und hat niedrige Wartungskosten. Stellen Sie sich ein unsichtbares persönliches Schutzsystem für Ihre Mitmenschen und Sie und sogar Ihr Haustier vor. So schön, um wahr zu sein? Die FDA-Regulierungsbehörde hat durch Studien gezeigt, dass Active Pure 99,99% der Krankheitserreger neutralisiert, einschließlich des Virus, das Covid-19 verursacht und eine sichere und unbedenkliche Technologie für Menschen ist. Der Beyond Guardian Air, unser Flaggschiff-Produkt, verfügt über diese Technologie und wird unter anderem auch in Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt. Es gibt nur ein Active Pure. So, das war jetzt noch ein bisschen Werbung dazwischen. Selbstverständlich muss auch mal sein, aber das war für mich jetzt einfach sehr, sehr bedeutsam, Ihnen dieses Video zu zeigen, weil es ja einfach auch bildlich darstellt, wie es funktioniert. Und ganz besonders an diesem einen Beitrag fasziniert mich, wie in einem Großraumbüro, wo ja auch immer wieder Leute sich gegenseitig anstecken, einfach, wenn ich das Bild sehe, sehe ich die Logik dahinter, dass jetzt eigentlich diese Gefahr von Menschen krank zu werden, die meinem Mitarbeiter natürlich dann jetzt entsprechend ein Problem gibt, dass das wegfällt. Ja, schauen Sie, es ist ja so, dass wir dieses Gerät gibt es ja schon seit 12 Jahren und wir vertreiben ja es ja schon seit dieser Zeit in ganz Europa und lange vor der Pandemie. Und heutzutage ist es halt so, dass durch die Pandemie eben Luftreinigungsanbieter wie die Pilze aus dem Erdboden sprießen. Mhm. Und oftmals sehr verwirrende Informationen bekannt geben. Und da versuchen wir immer etwas Licht in die Sache zu schaffen. Und der Grund, weshalb die Betriebe, vor allem unsere Luftreiniger, lange vor der Pandemie schon einsetzten, ist es eben, um den Krankenstand in Betrieben enorm zu reduzieren. Wenn also jetzt einer mit einer riesen Grippe ankommt, dann wird nicht immer nach und nach die halbe Belegschaft krank, was ja dann auch viel, viel teurer war, als unsere Luftreiniger einzusetzen. Mhm. Weil durch diesen unmittelbaren Schutz, der in der Luft schon stattfindet, die Ansteckungsrisiken enorm minimiert werden. Mein Freund, der Dr. Marius Ochmann, der mich ja eigentlich an dich herangetragen hat, dass ich mit dir heute da sitzen darf und über das Thema Luft spreche, hat mir noch mal so in einer Klammer gesagt, da gäbe es noch eine amerikanische Ministerin, die hat früher unter Donald Trump gearbeitet und war für die Kommunikation innerhalb von der Corona-Politik für die amerikanische Regierung zuständig. Und die hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, politisch aufgehört und ist jetzt irgendwie Fürsprecherin für Luftqualität. Ja, sie ist jetzt ganz klar mit in unserem Boot bei Active Pure, weil sie der Ansicht ist, dass, also sie ist vom öffentlichen in den privaten Sektor, weil sie in der Ansicht ist, dass sie durch unsere Technologie, die einzigartig ist, den Menschen noch mehr helfen kann
Und sie ist also komplett begeistert es ist ja fast eine Mission, die wir haben, heutzutage eine ganz wichtige Mission, weil durch unsere Technologie werden die Menschen ja viel besser geschützt, als es sonst möglich ist, weil ein unmittelbarer Schutz von der Ausatmung direkt stattfindet. Wenn einer von uns beiden jetzt irgendwie krank wäre, dann hätten wir zwischen uns einen unmittelbaren Schutz, ohne dass wir warten müssten, bis da hinten vielleicht irgendwo ein Luftreiniger steht, bis mein Virus dort irgendwie hingelangt. Das ist der große Unterschied. Man hat einen Schutz in der Luft und man hat einen Schutz auf Oberflächen. Ja. Durch Moleküle, die die Active Pure Technologie erzeugt, was die gleichen Moleküle sind, die unsere Erdatmosphäre auf natürliche Weise durch Sonne, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff um sich selbst zu reinigen erzeugt. Ja. Das sind also Superoxide, das sind Hydroxylgruppen und Hydroxylradikale. Das sind Moleküle, die entstehen, wenn man Wassermoleküle in deren Bestandteile zerlegt, also einmal in Sauerstoff und einmal in Wasserstoffatome. Und dadurch entstehen Hydroxylradikale, also OH negativ. Entstehen Hydroxylionen oder auch Superoxide. Ja. Und der Superoxide sind freie Wasserstoffatome, die sich mit dem in der Luft auf natürliche Weise vorhandenen Ozon zusammensetzen und so das Superoxid O2 negativ bilden. Das heißt, ich habe negativ geladene Ionen in der Luft. Was ein sehr leistungsfähiges, natürliches und sicheres Oxidationsmittel ist, was auch in unserer Erdatmosphäre vorhanden ist. Also die Natur ist immer klüger als wir. Ja, natürlich. Also dafür nochmal, das heißt, ich habe eigentlich negativ geladene Ionen in der Luft, die gute, frische Luft, die ich in einem Wald oder am Wasserfall habe ich dann eigentlich zu Hause. Ja, also nicht nur. Es sind auch andere Bestandteile, auch andere Zusammensetzungen, die aber alle in der Erdatmosphäre schon vorhanden sind und die dazu dienen, die Erdatmosphäre zu reinigen. Und so erreicht man diese Luftentkeimung auf natürliche Weise, auf eine Art und Weise, wo es besser gar nicht gehen könnte, auf eine natürliche Art und Weise, die für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich ist. Ich bin ja schon längst überzeugt, das brauchen wir natürlich hier auch im Studio, in unserem Haus, einfach als, ja, ich sage mal so, als Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Gäste auch hier in unserem Haus schützen wollen. Das ist ein ganz guter Hinweis und das werde ich auch so machen, aber ich denke auch zu Hause bei der Familie ist es ja einfach Gold wert für unsere Gesundheit. Ja, und das führt auch dazu bei, dass das in der Luft vorhandene Ozon sogar von unserer Technologie abgebaut wird. Was auch ganz wichtig ist, es ist so, dass bei verschiedenen Geräten von verschiedenen Herstellern Residualprodukte entstehen, wie eben zum Beispiel Ozon, wenn man mit UV-C-Licht arbeitet. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, unseren Kunden immer die entsprechenden Laborberichte vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass unsere Geräte kein Ozon erzeugen, aber auch keine anderen schädlichen Chemikalien. Mhm. Es gibt Sachen, die werden von kaum einem Hersteller nachgeprüft, ob die Geräte Toluol freisetzen oder Benzaldehyd oder Acetaldehyd oder Formaldehyd sogar. Und diese ganzen Laborberichte legen wir unseren Kunden bei. Und bei Formaldehyd ist es sogar so, dass unsere Geräte in der Lage sind, das in der Luft auf natürliche Weise vorhandenen Formaldehyd-Basiswert sogar zu reduzieren. Also schon ein Segen. Ich meine, ich sage immer, wir haben ein Immunsystem und das sollte eigentlich mit diesen Keimen und Problemen auch umgehen können. Aber wenn die Konzentration in Innenräumen so unnatürlich von uns Menschen hochgetrieben wird, dann braucht es einfach neue Werkzeuge hier gegenzusteuern. Also ich bin total überzeugt und ich danke dir ganz herzlich auch für dieses Gespräch. Aber wir bleiben an diesem Thema dran. Ich habe noch mehr Fragen an dich.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe nur, dass wir Ihnen da auch eine sehr bedeutsame Sache zeigen durften. Und ich denke auch, das, was du geleistet hast in den letzten 12 Jahren, einen Ritterschlag kriegst du von mir auch noch. Danke ganz herzlich für diesen Dienst und ich hoffe, dass sich jetzt auch dieses Video ganz, ganz viel verbreiten möge und insbesondere auch zu Menschen kommt, die auch politisch einen Einfluss haben und vielleicht das eine oder andere anstoßen können. Denn in Spanien wird es bereits in Regierungskreisen genutzt, eingesetzt. Im Verteidigungsministerium, hast du mir gesagt, wird es auch schon genutzt. Verteidigungsministerium in der spanischen nordspanischen Trinkwassergesellschaft, in der spanischen Münz- und Papierfabrik. Also das sind alles offizielle Organismen, die Luftreiniger ja mit öffentlichen Geldern bezahlen. Und in Amerika letztes Jahr über 500.000 Geräte rausgegangen. Also da muss ja die Aufklärungswelle viel größer gewesen sein als hierzulande bei uns, wo das jetzt heute zum ersten Mal gehört haben. Ja, man muss halt die Sachen genau erklären, weil oftmals geht es darum, dass die Menschen nicht wissen, ja, was setzen die denn da für Moleküle in die Luft frei? Vielleicht kann das ja sogar gefährlich sein. Sind das Chemikalien? Was ist das? Mhm. Und deshalb muss man das genau erklären, dass es eben Moleküle sind, die eben auf natürliche Weise in unserer Erdatmosphäre schon vorhanden sind und die auch die Erdatmosphäre dauernd benutzt, um sich selbst zu reinigen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt noch mehr nachlesen möchten über diese Technologie, kannst du uns da eine Plattform empfehlen, wo das alles dokumentiert ist? Ja, also ohne Zweifel ist die beste deutschsprachige Plattform medicalair-luftreiniger.com. Okay, danke. Wenn ich mir das so überlege, ein Arzt, der tagtäglich mit kranken Menschen konfrontiert wird, da frage ich mich auch immer wieder, wie will der sich schützen, wenn er ein schwaches Immunsystem hätte? Aber das muss ja eigentlich auch in die Arztpraxis. Ja, jetzt, wo Sie sagen, so ist es ja eigentlich durch Zufall entstanden, dass wir jetzt im deutschsprachigen Raum auch diese Technologie verbreiten, weil wie gesagt, also ich bin zwar Deutscher, aber ich lebe seit über 40 Jahren in Spanien, weil mein Vater Nürnberger ist und meine Mutter Spanierin. Europa ist klein. Und irgendwann sind wir dann nach Madrid gezogen. Und jetzt hast du den Faden verloren. Ja. Es ging noch um die Arztpraxen, da wolltest du noch was sagen. Genau. Und ich habe auch noch viel Kontakt mit Freunden in Deutschland. Und einer dieser Freunde, wir kennen uns also auch schon seit über 30 Jahren, der hat in Deutschland eine Arztpraxis, also er ist Implantologe. Und dem habe ich erklärt, wie unsere Technologie funktioniert. Und dann hat er für seine Klinik 6 von diesen Geräten bestellt. Mhm. Also ein Gerät für jeden Raum, den er dort hat, und noch ein Gerät für den Wartesaal auch. Mhm. Und da haben wir uns eigentlich überlegt, ja, es ist ja im deutschsprachigen Raum überhaupt keine Vertretung. Eigentlich könnten wir uns diese Geräte ja auch im deutschsprachigen Raum anbieten. Und irgendwer hat mich dann dazu überredet und so kam das alles zustande, das auch in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich zu machen. Also die Frage haben wir jetzt auch nicht abgestimmt, aber wenn jetzt Leute zu Hause sagen, wow, das finde ich jetzt mega spannend und interessant und die ganze Corona-Pandemie hat mir wirtschaftlich sowieso arg zugesetzt, kann man sich bei euch noch bewerben, wenn man dort sagen möchte, ich möchte dieses Gerät in die Welt hinaustragen, jetzt im deutschsprachigen Gebiet? Natürlich, das ist ja auch wichtig, dass wir vernünftige Partner finden, mit denen man seriös sind und mit denen man gut zusammenarbeiten kann und die dann auch diese Art Mission weiterempfehlen. Wow, super. Weil da gibt's ja so viele Geschäfte oder auch Privatleute, die jetzt wirklich auf der Suche sind nach etwas Gescheitem, etwas Sinnvollem. Und da triffst du jetzt wirklich mit diesem Produkt wirklich den Nagel auf den Kopf. Nochmals danke, lieber Franz, und Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.